Ja, alles ein bisschen merkwürdig. Diese Echse im Stadtzentrum sollte mal was von ihrer eigenen Medizin zu schmecken bekommen. Aber wie? Flaschenstand. Das sind viele Flaschen. Aber wenn der Hase so weitermacht, sind die bald alle verkauft. Was kann der Hase noch alles bieten? Der Hase hat schon eine ganze Menge von dem Elixier, Intus. Der verkauft noch seine Großmutter für das Zeug. Treten Sie näher. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Haben Sie wirklich gerade Ihren Garten verkauft für eine Flasche Glückselixier? Ein angemessener Preis, um den Schmerz und das Unglück zu lindern. Schmerz und Unglück? Wieso soll ihn sein Garten unglücklich gemacht haben? Bist du etwa blind? Hast du nicht die Poster gesehen? Was nützt mir ein Garten oder überhaupt irgendwas, wenn ich den großen Illusionisten nicht sehen kann? Ah, der große Zaroff. Aber ich habe keine Karte bekommen. Was für ein Unglück. Und wo findet die Vorführung nur statt? Das habe ich mich auch schon gefragt. Wünschtest du nicht, jemand hätte eine Heilung dafür? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Wofür soll ich denn eine Heilung haben, dass ich nicht... Treten Sie näher. Ich trete ja gleich sonst wohin. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Hatte jeder schon. Ich habe... Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage... Ich will das gar nicht. Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher? Doch, ich sehe es in Ihren Augen. Sie sind... Und sie soll eines ihrer Probleme... Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche... Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Da geht ja in der Tat Seltsames vor und ich glaube, das wird nicht die einzige Echse sein, die hier umtriebig ist und der Partygast natürlich immer noch am Koman. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Ja, wieso kann ich da nicht reingehen? Was ist das nur für ein Nebel hier überall? Hallo Edith, wie geht's dir denn? Ich hoffe, dich hat's noch nicht erwischt, du stehst ja noch zumindest auf den eigenen Beinen. Hast du meine Handtasche gesehen? Nein. Ich will sie gegen eine Eintrittskarte für den großen Zaroff eintauschen. Die Igelbrüder haben auch schon eine. Da muss ich hin. Aber du hast doch so lange auf deine Tasche gewartet. Ach was, du hast keine Ahnung. Du bist langweilig. Geh weg. Hey, du bist voll in den Weg geworden. Uns fehlen immer noch Tautropfen, fällt mir da gerade ein. Jetzt bin ich gespannt. Ach was. Hallo? Ist jemand da? Wo ist der alte Magier nur hin? Nun, da drüben, im Regal, würde ich sagen. Moment mal. Ist das nicht... Ja, das ist er. Huch! Huch! Wie bin ich denn hier hochgekommen? Ich war das. Was machen Sie denn in der Flasche? Hilf mir hier raus! Aber wie? Zerbrich! Zerbrich! Das Kristall!
Wie soll ich das denn zerbrechen? Hilf mir hier raus! Hilf mir hier raus! Aber wie? Wie soll ich denn zerbrechen? Langer Pinsel! Ich hab doch keine Brechstange! Nein, ich bin besser. Wie, vorsichtig, du sollst zerbrechen! Ach, guck mal, da ist eine Echse schon im Glas! Die Maske kenne ich doch! So seht ihr also wirklich aus! Oh. Etui! Ein Monokel? Ist ja auch nur 10 Kilometer groß, kann man ja einstecken. Leer. Ein leeres Etui und ein Säckchen. Prall gefüllt mit irgendwas. Die Naht platzt fast schon auf. Haben wir irgendwas? Ach ja, ein Nagel. Hui. Mais. Ein Maiskörnchen. Da würde ich am liebsten Popcorn draus machen. Das nehme ich mit. Wollte ich ein bisschen Popcorn draus machen, ich weiß noch nicht wo. Säckchen! Mais. Ja. Erstens, wie ist er da reingekommen? Und zweitens, wie kriegen wir denn wieder raus, frage ich mich. Was? Vom Sonnenlicht beleuchteter Spalt. Sieht fast aus, als ob das Regal bald auseinanderfällt. Bald. Aber noch nicht. Reicht Sonnenlicht, um das Maiskorn ploppen zu lassen? Maiskorn in Position. Und jetzt? Abwarten. Die Sonne beleuchtet das Maiskorn so dramatisch. Ja, und jetzt passiert gar nichts. Ah, wir haben ja noch das Monokel. Können wir da nicht irgendwie... Spalt mit Mais. Okay. Na dann mal los. Wow. Juhu! Zauberer befreit. Aber nur noch ein Glas übrig, verdammt. Du hast mich befreit. Was ist passiert? Das Konsortium Squamata ist über Mauswald gekommen. Mir ist es gelungen, einen von ihnen in eine Bannflasche zu sperren. Doch dann habe ich mich selbst ins Kristall verbannt. Konsortium Squamata. Ein Konsortium von Echsen. Sie haben schon viele Welten heimgesucht. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Ja, der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Nimm diese Bannflaschen. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Okay, wir müssen die Echsen also irgendwie die Bannflaschen kriegen. Jerry hat den alten Magier befreit. Der Hüter der Portale berichtet ihm, dass das Konsortium Squamata, ein Konsortium von Echsen, über Mauswald gekommen ist. Er gibt Jerry 3 Gefängnisflaschen, um die Echsen einzufangen und so die Bewohner zu schützen, die unter einem seltsamen Bann stehen. Und so kehren wir denn aus, um mit... Ich weiß gar nicht, wie die Bannflaschen bei uns in die Hosentasche passen. Aber ich glaube, Größen... Man darf das Spiel irgendwie nicht an Größen messen. Ich glaube, die sind ja generell relativ. Egal. So, eine Echse haben wir auf jeden Fall... Ach, die andere war, glaube ich, im Rathaus, ne? Wenn ich mich recht entsinne, stand die da ja rum, die mit dem Bauhelm. War das die mit dem Bauhelm? Ich weiß es gar nicht. Guck mal, das Blatt hier, ne? Sieht ein bisschen aus wie das Blatt da oben über dem Rathaus. Auf jeden Fall können wir... Ach, 3 müssen wir ja fangen, nicht nur 2. Guck mal hier, guck mal rein da. Geht das? Wie niedlich. Das Menschenkind apportiert eine Flasche. Siehst du nicht, dass ich genug Flaschen habe?
Genug für die ganze Stadt. Mach das weg. Was denn? Ich werde versuchen, ihm die Flasche hinter seinem Rücken unterzujubeln. Oh, ich wollte ihn da nur mit reinlegen eigentlich. Scheint aber zu funktionieren. Mal sehen, ob's klappt. Jetzt will ich aber auch eine Flasche haben. Ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Und Sie sollen es nicht bereuen. Denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eine Flasche für den Hasen. Und wie funktioniert das nochmal? Das Wunderelixier verbreitet sich über ihre Nase im ganzen Körper. Oh, der Korken sitzt aber fest. Aber wenn ich mit dem Daumen etwas nachhelfe... Ich habe ihn in einer Flasche eingesperrt. Wie passend. Was hast du getan? Ich werde... Das ist eine Eintrittskarte. Endlich! Endlich. Oh. Er schläft. Der große Zaroff. Was für eine Show. Und ich... Ich... In der ersten Reihe. Es klingt fast, als wäre er da. Als würde er die Zaubervorstellung im Traum besuchen. Wie seltsam. Es muss an der Eintrittskarte da liegen, die die Echse verloren hat. Da lasse ich besser die Finger davon. Der größte Illusionist unserer Zeiten. Also seine ganze Zaubershow ist quasi, glaube ich, die existiert gar nicht. Deswegen hat die auch keinen Ort, sondern es ist alles nur eine Illusion. Die Frage ist nur, zu welchem Zwecke? Und warum die Portalbäume verschlossen? Eine Eintrittskarte für die Zaubervorstellung des großen Zaroff. Da lasse ich besser die Finger davon. Als der Hase die Karte gesehen hat, ist er eingeschlafen. Dann guck gar nicht erst hin. So, mal gucken. Ist denn da der andere oder ist jetzt woanders? Oh. Die Echse im Rathaus scheint gerne mal zu tief ins Glas zu schauen. Hihihihihi. Schöne Zweideutigkeit. Hallo Ursula. Sie schläft auch. Tapferes kleines Mädchen. Hier ist aber nicht der mit dem Bauhelm. Er schläft. Zaroff. Er war ein guter Kunde. Und der Jonathan schläft aber nicht. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zaroff. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen? Oh weh. Das heißt, die Echsen übernehmen alles für irgendwelche komischen Schnarchkarten. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Nö. Wie die anderen. Du willst Zaroff sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich... spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Vielleicht können wir den da anzünden. Vielleicht brennt der, wenn er nach Alkohol riecht. Tja. Der Bann
hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ist ja Plato-Sprecher, ne? Auch. Können wir dem nicht einmal eine Flasche geben? Besser nicht. Besser nicht. Wenn ich da vielleicht... Nein, den behalte ich. Ach, kann ich ja nicht irgendeinen Alkoholaufkleber drauf machen? Nein. Da Mist, was mache ich denn dann nur? Kann ich oder kann ich da vielleicht dann das Poster geben? Ich will keine Plakate. All dies reinvestieren. Ja, ja, ja. Oder kann ich nicht einfach... Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Ah, vielleicht aber auf ihn. Hihihihi, ich bin ein Geschäftsmagnat. Ich rieche finanziellen Handlungsspielraum. Klar, ich bin so reich. Als ausgebildeter Klempner verdient man nicht schlecht. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzählt. Ja, ja. Wie die anderen. Ja. Absolut. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Genau. Dann bist du sicher bereit, einen Vertrag zu unterzeichnen, der mir erlaubt, mit deinem Hab und Gut zu spekulieren. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Ja, 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 ja. 20 Baumläufe, du bist umstellt. Ja, ja, komm, wir unterschreiben einfach mal. Wir haben ja eh nichts zum Spekulieren. Klar. Wo soll ich unterschreiben? Ausgezeichnet. Deine Klempnerei gehört mir. Muss ich nicht irgendwo unterschreiben? Es genügt dein Wort. Beim Squammertags, das läuft ja wie am Schnürchen. Und jetzt? Wo ist Zarow? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen. Und den großen Zarow sehen. Seine Rache ist unser Triumph. Jetzt müssen meine Brüder mich respektieren. Sie müssen. Seine Rache? Was denn für eine Rache? Können wir vielleicht nochmal Handlungsspielraum finden? Das habe ich schon gemacht. Okay, vielleicht können wir ja einfach nochmal... Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen, wie die anderen. Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Dann wirst du ihn bald sehen, den großen Zarow. Ja, ja, ich habe deinen Bruder über dich reden gehört. Komm, fragen wir mal. Ich habe deine Brüder über dich reden gehört. Ich wusste es. Diese hinterhältigen... Warte, ich glaube dir nicht. Ich bin noch ganz klar im Kopf. Ach so, na gut, dann nicht mehr lange. Klar, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ich will noch einen Vertrag. Ausgezeichnet. Deine Wertpapiere gehören jetzt auch mir. Jetzt muss doch langsam Knülle sein, der Alte. Und jetzt? Du bist noch immer wach. Bald wirst du schlafen und den großen Zarow sehen. Ich glaube, ich habe einen Tee. Ja, ich glaube, jetzt können wir langsam mal... Ich habe immer noch eine Menge Geld und so zur Verfügung. Echt schlimm. Du willst Zarow sehen? Ja. Wie die anderen? Immer noch, ja. Der Bann scheint bei ihm langsamer zu wirken. Das soll mich nicht stören. Dann wirst du sicher gerne noch einen Vertrag unterzeichnen. Ja. Dann wirst du ihn bald sehen. Den großen Zarow. Ja, dann aber mal los. Ach, übrigens. Der Kurs für Eicheln und Nüsse ist gerade abgestürzt. Das alles hier war für die Katz? Ich, mir ist schwindelig. Meine Brüder werden mich auslachen,
alles wertlos. Wir werden auffliegen. Die wollen bestimmt alle Rückabwicklungen. Rette sich, wer kann! Scheint, als sei ihm sein Schaumwein zu Kopf gestiegen. Huch, Kostüm. Sieht fast aus, als hätte er sich gehäutet. Wie wahr? Ach, da hockt er jetzt in der Rüstung. Vielleicht kriegen wir ihn mit der Flasche wieder raus. Der komische Typ steckt in der Rüstung. Aber wie kriege ich ihn da raus? Natürlich mit einem köstlichen Tröpfchen. Besser nicht. Wie besser nicht? Besser nicht. Wie besser nicht? Besser nicht. Wie besser nicht? Ich hab doch... Kann man da nicht... Wie soll ich den jetzt rauskriegen? Besser nicht. Besser nicht. Jetzt hör auf, mal besser nicht zu sagen. Besser nicht. Doch, du hörst jetzt damit auf. Besser nicht. Ach, halt die Klappe. Besser nicht. Oh, schrecklich. Wie kriegen wir den da jetzt rausgepopelt? Alkohol haben wir ja nicht dabei, vielleicht... Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Irgendwie mit Alkohol oder nicht? Oder mit Juckpulver? Mal sehen, ob das klappt. Das juckt.